Hi, ich bin Markus vom Gravity Magazine und wir waren heute an der Bembelbahn in Zwingberg. Wir haben hier zwei Rider. Das eine ist der Dean. Hallo Dean. Hi. Und wir haben noch den Martin. Martin, hallo. Guten Tag. So, wir haben so ein paar kleine Fragen. Dean, der wievielte Vollgas-Stern war das für dich in Folge? Oh, ich glaube der dritte. Für dich, Martin? War der dritte auch? Auch der dritte? Ja, auch der dritte, ja. Okay, alle guten Dinge sind drei. Ja, was waren so für euch heute die Highlights? Boah, auf jeden Fall der Dreier Super Seed Indien, den ich nicht hinbekommen habe, also nicht ganz gelandet, aber erst mal probiert, fast gelandet, ist sick. Bin ich stoked. Und bei dir, Martin? Auf jeden Fall der Best Trick Contest. Hab beim Best Superman mir den ersten Platz geteilt und beim Craziest Trick auch den ersten Platz geteilt. Okay. War ziemlich erfreulich halt, ja. Herzlichen Glückwunsch auf Dankeschön. Wie gesagt, der ganze Contest war ein Hin und Her. Und eigentlich war ich dann super pumped, dass ich eine Line hinbekommen habe mit dem Dreier-Tack am ersten und dann Oppo-Dreier mit irgendwas zwischendrin. Das war für mich auf jeden Fall sick. Schade, dass es nicht ganz geklappt hat, aber jo, Tag ist gut rumgekommen und jo, safe. Okay. Jetzt habt ihr ja beide gesagt, dass ihr jetzt schon das insgesamt dritte Mal hier wart beim Jam. Wie hat sich der Jam innerhalb der letzten Jahre für euch verändert? Dieses Jahr hat sich krass verändert. Die Strecke wurde komplett neu gemacht. Es gab jetzt zum ersten Mal Holzabsprünge. Alles ist größer geworden, was natürlich auch für den Sport spricht. Hat dieses Jahr auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht, auch wenn wir ein bisschen Pech mit dem Wetter gehabt haben. Aber war richtig geil. Okay. Ich glaube, das ist ja auch so ganz witzig, weil wir gerade bei Witzen sind. Habt ihr einen guten Witz? Ich muss kurz überlegen. Du, Dean? Martin Riedel. Okay, komm, Martin. Boah, so spontan. Nee, ich teile mir das eigentlich immer mit Dean. Soll ich euch einen erzählen? Ja, gerne doch. Ja. Was ist ein Keks unter dem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Oh Mann. In diesem Sinne, es war super geil mit euch und nochmal Hut ab, Chapeau. Ich wünsche euch viel Erfolg. Jo. Weiteren sportlichen Aktivitäten. Dankeschön. Dann bis dann. Ciao, ciao. So, wir stehen jetzt hier oben auf dem Tower mit Yannick Rumswinkel. Und Yannick ist der Veranstalter des heutigen Tages vom Vollgas-Jam Nummer 7 in Zwingberg an der Bembelbahn. Richtig, ja. Und Yannick, wie war es heute für dich? Es war wie immer irgendwie nervlich nicht so einfach, weil wir sind im späten September und deshalb tun wir uns immer mit dem Wetter ein bisschen schwer. Aber wir sind zufrieden, ich bin sehr zufrieden. Es war irgendwie eine andere Atmosphäre als sonst. Okay. Ich weiß nicht warum, irgendwie war es krass. Und aber ihr habt das schon sehr gut gemanagt, also vom Wetter war halt wirklich alles dabei, bis auf Schnee. Es hat bestimmt fast 2 Stunden geregnet. Ich glaube, ja. Zwischendrin war es schon mal kurz vor Contest-Absage. Ja. Die kompletten Rider haben aber brav gewartet, genauso wie die Gäste. Habt dann einen tollen Job gemacht. Dankeschön. Ja. Kam eigentlich damals die Idee, den Vollgas-Champ zu starten und wie ging das Ganze los? Das ist eine schöne Geschichte, also man muss dazu auch sagen, wir Jungs hier sind ein richtig dickes Team, deshalb, wir sind auch kein Verein, sondern tatsächlich, wir organisieren das, wenn man so will, privat. Und die Vollgas-Jam 2012, auch übrigens, Fun Fact, am 22.09.2012, okay, wie heute, war einfach, weil wir diesen Spot hier neu hatten, wir haben den gebaut und wollten einfach hier auch ein Event hinbringen. Und das Ganze, muss man ehrlich sagen, ist überhaupt erst passiert, weil wir damals in Seeheim bei den H2O Trails, da bin ich groß geworden mit ein paar Freunden von mir. Da gab es immer die Treeline Drag Attack, okay, über 4-5 Jahre ungefähr und das ging irgendwann zu Ende, da ging so eine Ära zu Ende und irgendwie haben wir die Zeitgeist aufgegriffen hier am Spot und haben das so irgendwie weitergeführt mit so einer Night Session eben und das ist auch, glaube ich, mittlerweile so unser Steckenpferd geworden. Ich könnte noch stundenlang drüber schwärmen, weil ich es halt geil finde, ja. Wenn wir es jetzt vergleichen vom ersten Vollgas-Jam bis zu den jetzigen 7., wie hat sich es verändert von der Größe? Tatsächlich hat sich es über die Jahre wenig verändert. Wir haben dieses Jahr erst richtig krass umgebaut, muss man sagen, aber insgesamt ist die ganze Veranstaltung, ich würde mal sagen, professioneller geworden, weil wir älter geworden sind. Aber irgendwie ist sie immer noch so familiär wie früher. Wir haben nicht das Mega-Contest-Gelände, wir haben hier nicht die mega großen Sprünge, wie man es heutzutage in fast jedem Contest sieht. Ich meine, wir stehen hier auf einem sehr kleinen Anlaufshügel. Wir sind nun mal ein kleines Event, aber ein sehr familiäres Event. Und das ist genau das, was die Rider, glaube ich, auch so feiern. Und was sie auch immer wieder zurückbringt, trotz Regen, trotz Sturm, wie auch immer. Können wir euch als Magazin zukünftig in irgendeiner Art und Weise unterstützen? Ja, sicherlich könnt ihr das, ja, gerne. Wollen wir mal Nummern austauschen, dann quatschen wir einfach mal. Das können wir gerne machen, ja, ich würde mich freuen. Dann machen wir das definitiv. Cool. Hand drauf. Vielen lieben Dank euch. Dann gehe ich davon aus, dass wir nächstes Jahr, jetzt ist das Licht wieder angegangen, das Event auf alle Fälle bei uns auf www.gravity-magazine.de ein bisschen promoten werden. Wäre mega geil. Live-Übertragungen, Bannerschaltungen, je nachdem alles, was dazugehört. Ich würde mich drauf freuen. Auch wir sind natürlich immer daran interessiert, die Szene voranzubringen. Ey, das wäre mega cool. Also wie gesagt, auch ich komme mal auf viele Ideen erst später und ich würde mich super freuen. Kleiner Einschub, wir haben uns halt damals überlegt, stand kurz auf der Kippe, weil es auch wirklich mit meinem persönlichen Stand, so mit meiner Entscheidung.
Aber mein Team da unten ist recht richtig krass und wir sind alle super motiviert, das weiterzuführen, weil wir einfach hier was geschaffen haben, was so ein bisschen was anderes ist als jeder andere Contest. Klar, okay. Jeder Contest ist was ganz Spezielles und gerade für die Leute, die involviert sind. Aber irgendwie mit dem Regen und so manchmal und es hat so eine Eigendynamik entwickelt, ja. Die verdammt cool ist. Umso mehr freut es uns, dass ihr da Bock drauf habt und okay. Uns irgendwie auch unterstützen wollt. Sei es in Form von irgendwelchen Posts, Cross-Posting oder so, keine Ahnung. Aber mega cool, ich freue mich auch. Danke für das Interview auch. Ich denke, jetzt wird noch ein bisschen gefeiert hier unten. Definitiv. Es gibt übrigens auch einen Zeltplatz, also das heißt, falls ihr Bock habt, nächstes Jahr hier vorbeizukommen. Eine große Wiese. Eine große Wiese, wo ihr die Zelte aufbauen dürft, ohne genau. Dass es Ärger gibt. Also das heißt, ja. Ihr könnt auch, wenn ihr weit entfernt seid, gerne herkommen. Ihr könnt nächtigen, feiern, zuschauen oder ihr fahrt selber mit. In diesem Sinne. Wünsche mir den Leuten noch einen schönen Abend. Es war geil. Ja. Und Yannick. Vielen lieben Dank euch. Mach's gut. Bis dann, ja. Ciao, ciao. Dankeschön, ciao.